Kinder klagen schon über Hunger. Hunger? Wir Preußen haben uns groß gehungert. Soldatenkinder, was uns Not tut, ist Zucht und Ordnung, nicht Wohlleben und Luxus. Aber wie? Daran gewöhnt man sich. Die Kleine, mein Harf ist Frau Oberin. Weißt du schon, in welchen Schlafsaal du kommst? Ja, Maga sagt zu Fräulein von Bernburg. Na, verliebe dich, mein Was zitterst du denn? Bist du etwa nervös? Aufständen, Anlass! Inga! Was macht ihr denn da? Wir sprachen von der Mutter von Manuela. Die ist nämlich schon lange gestorben. Manuela? Wieso? Aber das darfst du dir doch nicht von vornherein einreden, dass du hier unglücklich sein wirst. Hör mal, du musst dir ganz fest vornehmen, dass du hier sehr, sehr glücklich sein wirst. Wir müssen den Kindern das Elternhaus ersetzen. Die Mutter. Die Kinder müssen uns vertrauen. Es wird jetzt zwar ein bisschen zu lang sein, aber wir können ja einen Abnäher machen, ne? Vielen Dank, du dummes Kind. Sag mal, hast du Heimweh? Heimweh? Nein. Du musst jeden Abend zum lieben Gott beten, dass er dir hilft. Willst du mir das versprechen? Auf die Knie jetzt, Arme ausbreiten! Ich dachte... Nicht denken, gehorchen! Wie tief ist das wohl? Du bist aber dumm. Das kann man doch ganz leicht nach dem Fallgesetz ausprobieren. Auf Heim, wie macht man das? Man zählt die Sekunden, die ein fallender Körper braucht, und dazu kommt noch die Beschleunigung der Schwere. 9,81. Ein Augenblick gelebt im Paradiese wird nicht so teuer mit dem Tod gebüßt. EVB? Kinder, ich will mal Manuela halten! Ja, alle sollen es wissen! Das wird sie dir niemals verzeihen. Du sollst bestraft werden. Sie verlassen heute noch die Anstalt. Aber sie werden mich doch nicht verlassen. Es ist besser für dich. Manuela, sei nicht ungerecht. Sie ist da. Sie hat mich lieb. Ich fürchte mich vor nicht. Du musst zur Vernunft gebracht werden. Du musst mit allen Mitteln der Strenge geheilt werden. Was Sie Sünde nennen, Frau Oberin, das nenne ich den großen Geist der Liebe,
der tausend Formen hat.